Hallihallo, Rot Milano hier. Heute habe ich mir den Hintern abgefroren, minus 10 Grad, wie in Sibirien. Nein, ich denke, in Sibirien ist es schon einiges kälter. Auf jeden Fall die Hände auch noch schön kalt. Ja, mal schauen, wie das geht hier. Meine Lieblingsstrecke. Mit der R3-Wagen, was haben wir letztes Mal bei Kaido gemacht? Ich denke Honda beim Überholen, hä? Okay. Da hat sicher niemand was dagegen, wenn ich noch AS mache. Nissan. Raptor. Oder diesen hier. S. Welcher habe ich nicht so? Ruf. März schon lange nicht mehr gefahren. McLaren hatte ich jetzt einige Male, das weiß ich. Nissan. Ja, Nissan eigentlich auch nicht mehr so oft. Was ist 5-9? Das 7. Viper 7. Muss natürlich schon ein Auto sein. Ja, ich nehme das Handling 7. Ja, mal schauen mit dem Dodge. Ja, da will niemand. Niemand, hä? Niemand. Ja gut. Dann halt auf R3. Sieht gut aus. Volle 800 bei R3. Das gibt es ja nicht immer. Schwierigkeit. Ja, nein. Ja, genau. So. Ja, ich hätte mich vielleicht einwärmen sollen, aber es geht ja um die Unterhaltung, nicht um Perfektion. Ich weiß, ich bin weit davon entfernt, aber trotzdem kann man sie ja noch antönen. Ja, das ist schwierig. Mann, oh Mann. Diese Strecke habe ich vielleicht in diesen 2,5 Jahren 4-mal gefahren. 5-mal, so. Ich weiß auch nicht warum. Ich wollte unbedingt die Veranstaltungen spielen und fertig machen bei Forza 3. Daher nicht eine Strecke so lange geübt. Komm. Zeig, was du drauf hast. Ah, okay, sie gehen weg. Shit! Sagt man nicht. Oh, mit der Übersetzung muss ich noch schauen. Ja. Fünfter bis jetzt. Ja, muss nur nach Hause kommen. Alles andere ist Luxus. Okay, dritter Mal. Das geht ziemlich lange, denke ich. Ah! Ja, super, nochmals. Komm, gib ihm. Vielleicht wäre noch gut gewesen, den Audi 4x4, so um da rauf zu klettern hier, wäre es noch vom Vorteil gewesen. Ja, geht aber noch saftig. So. Ich habe gar keine Zeit, um die Minimap zu studieren. Oder anzuschauen, besser gesagt. Ja, hey, geht's noch? Wie nicht, oder? Ich hatte mal mit dem Ferrari GTO ein solches Vergnügen, gerade auf dem Dach gelandet. Und hatte kein Glück.
Ja, da muss, bis man das im Griff hat hier. Mann, oh Mann. Ja, da braucht man vielleicht etwa 50 Anläufe. Man ist das verwinkelt. Okay. Hier ist knapp. So, Stoff. Nein. Ja, er hat mich gehört. Durch geht's. Ja, okay. Alles klar. Dann hier links. Ja, ihr seht es ja, ich muss es ja nicht kommentieren. Uiuiui. Ich muss mal auch meinen Schnabel einwärmen. Den kalten Rüssel. Nein, warum bin ich nicht auf die Bremse? Oh Mann, wie ein Huhn, oder? Augen zu und durch. Ja, sieht nicht schlecht aus bis jetzt. Jetzt bin ich zu oberst gewesen. Geht's noch da? Oder nein, noch nicht. Dann geht's nur noch da ab. Geht's jetzt da ab? Hey, was ist da los? Ja, jetzt geht's da ab. Die Spitze erreicht vom Eisberg. Ah, das ist jetzt genau das gleiche, wie ich vor kurzem ja gespielt hatte, mit dem Honda zu überholen. Sollte schon etwas geblieben sein, nicht wahr? Ja, war es so. Ich mag mich nicht mal mehr erinnern. Ein Hirni wie in ein Kaffeesiebchen. Ja, jetzt kommt nur Stuss raus, ich weiß. Aber ich bin froh, der Tag ist vorüber. Und so dachte ich mir, ich mache da weiter. Damit wir diese 50 Level erreichen bald. Ab und zu kriege ich 4 Punkte mit den Kurven, ne? Aha. Gib Gas, das macht Spaß. So, wie weit sind wir? Das Prozentchen würde ich noch gerne sehen. Ich habe keine Ahnung, wie weit noch. Man, jetzt sind wir über 6 Minuten dran. Ja, es wird natürlich schon immer länger, nehme ich an. Jetzt sind wir Elitenklasse oder Mastersklasse. Man, nicht mal das weiß ich. Ja, ich muss die letzten Clips noch bearbeiten. Und da bin ich immer etwas hinterher hink ich da. Da spiele ich natürlich einiges früher, als wenn ich es rauflade. Da kommt es auch darauf an, wie lange ich spiele. Ja, sieht gut aus. Ha, sogar mit R3 Autos. Gib ihm Vollstoff.
Mann, der kriegt die Kurve fast nicht. Ah, endlich. Nicht schlecht, nicht schlecht. Runter geht's besser als rauf. Ja, aber das ist schon nicht auch das, was ich gespielt hatte. Das geht noch einiges länger hier. Das hatten wir nicht so lange. Ja, merkt schon, dass das Handling gut ist. Upsala. Fast. Ja, ja, geht, geht. Nein, 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 ja, ui, 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 ui. Ich hätte das Rückspulen vielleicht sein lassen können. Ah, da ist das Ziel. Nicht zu schnell. Was kommt? Eine Kurve hier auch und dann im Ziel. Sehr schön. Ha, ja, die ganze Strecke. Muss auch schauen. Nicht gut, nicht gut. Ich schätze 69. Na, 31. Ja. Ups. 2 Schaden. 3 Millionen Schaden. Ja, Fahrerbelohnung. Zuerst 5. Affinität von Dodge. Da bin ich nicht allzu viel gefahren. Ah ja, der Apollo. Ich hatte ja euch mal gesagt, dass ich den nicht so drin habe. Wir nehmen den Mosler. Moser. Da haben wir letztes Mal auch gesehen, dass dieser auch bei gewissen Strecken gut sein soll. Ich glaube Infineon oder wie die Strecke heißt. Die Piste. Heute geht es zurück ins sonnige St. Petersburg, Florida, zum Sunset Peninsula Raceway. So, so. Geht es. Dodge gegen Dodge. Ja, eigentlich. Eine Corvette. Den Mosler später, aber die Corvette, ich hab doch eine Corvette, oder nicht? Keine Corvette? Oder ist das eine A? Ah, nicht raus, Junge. Ah, gut, dass er es nicht nochmal sagt. Wo hab ich denn die Corvette? Ich habe keine Corvette. Ist nicht wahr. Dass ich etwas anderes auch fahre dort. Anstatt nochmal Dodge. Finde ich nicht. Findet ihr nicht auch? Corvette. Wie viel habe ich? Nur 742. Ja. Immer knapp bei Kasse. Hier die Corvette. Ah, das ist eine Corvette auch, das Stockcar. Oh, schaut mal das an, 1,1 Millionen, da geht's noch. Besoffen oder was? 100.000, ja, das sieht mir schon besser ähnlich. Ich habe ja schon eine. Warum habe ich das nicht gefunden? Ah! Ah, Mann, du. Meine Autos. Ah, wieso habe ich das nicht, ich hab nicht gesehen? Komisch, dass die nicht kommt. Das verstehe ich jetzt nicht, warum die nicht kommt. Ist sie nicht zugelassen, die Corvette? Ah, hier ist sie ja. Mann, ich bin blind.
Habe gedacht, ist Gorret, denke ich mir immer, sie ist gelb. Dabei habe ich sie ja so gemacht, wie es ein Dodge wäre. Was haben wir? R3. Upgrade. R3. Mal schauen, wie weit es geht. 753. Ich probiere es. Probieren geht über Studieren. Ja, ach, das ist schon weit davon entfernt. Chevy ist schon weit entfernt, aber... Ja. Schwierigkeit. Also hier mal aus, hä? So. Mal schauen, wie das läuft. Schon weit davon entfernt von 800. Das ist nie gut bei langen Strecken. Ja. Ich hätte den Apollo nehmen sollen, aber dann wäre nicht Corvette gegen Corvette gegen Dodge. Ich probiere es mal. Ja, ich denke, geht nicht schlecht bis jetzt. Ja, die Corvette ist immer schon stark gewesen. So, mal schauen, wie das Ding so abgeht. Oh, Madonna. Ja, sie geht ab. Oh, das ist eine andere Linie. Ah, ich bin mir gewohnt, rechts durch. Ja, nun. Das muss auch gehen irgendwie. Hey, ihr drei Fahrer, warum kommt ihr nicht? Ich habe gedacht, das sei schwer, schwieriger, schwerer. Come on, gib ihm. Ja, hier geht's noch. Zwei Minuten, schon geht's noch, ey. Wohl einer mit einem Unfall hier. Mal schauen, ob ich einen überrunden kann, ob das Spiel mir das zutraut. Sollte ja zur Sau sein. Das Auto? Nein, eigentlich nicht, hä? Kommt kein Rauch raus. Was ist denn mit dem passiert? Oh Mann. Ein Geschlüder. Uiuiui.
jetzt mal eine schöne Runde mal noch hinbekommen. Ja gut, nein, ich habe keine Chance. Das nützt nichts, in die beste Liste. Schätze ich mal. Ja, geht schon süchtig ab, der Corvette. Mach keine Tänzchen hier. Zu früh gebremst. Nein, 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 ja. Schon vorbei. Ja, nun. Ich sag viel, ja, nun, ich weiß. Jetzt hat der letzte vier, fünf Mal. Aber es soll euch ja nicht stören. Hey, nein, 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 nein! Brrr. Ja, das habe ich viel gesagt. Nein, 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 nein. Oh, schon sind sie hinter mir her. Oh. Gut, die Lenkung ist noch gut. Da bin ich froh. Dass sie nicht dämlich rüberzieht für nichts. Aber schon so, die Corvette ist sehr unruhig. Da war der Dodge. Schön, fleißig, ruhig. So, jetzt versuche ich mein Bestes. Das heißt, schnelle Runde. Mit später bremsen, vielleicht geht es besser. So, jetzt. Hey, geht's noch? Schöne Runde. Und das ist unglaublich, wie der herumschleudert. Gut, ist zwei Klassen raufgepusht worden. Darum denke ich mir, ist der nicht mehr so gut fahrbar. Also für mich jedenfalls, muss ich immer betonen, für mich. Ja, bald fertig. Ja, jetzt gehen die Rennen schon länger. Mann, oh Mann, das ist unglaublich. Schöne Runde gewesen. Das sollte eine schöne Runde gewesen sein. Bis jetzt ja. Ja, ja, ja. Schöne Runde, sag ich jetzt. Komm, schöne Runde. Ja, schöne Runde. 15, bin zufrieden. Knapp bei 7 vorbei. Ja, das Rennen wird jetzt immer länger. Elite, oder? Elite. Masters, Elite. Elite-Klassen. Wohin? Jetzt geht es zurück nach Kalifornien für ein Rennen auf dem Mazda Raceway Laguna Seca. Laguna Seca. Bei Extreme Mehrklassig müssen sie es schaffen, Gruppenerster zu werden, wobei sie sich die Strecke mit völlig anderen Autos teilen. So, so. Ah, Elite, genau. Noch drei Rennen. Was drei? Vier. Muss ich mir das teilen? So, so. Ah, ich kann da nicht wechseln. Ui, geht's noch? Auto wechseln. R3. Haha. Nicht? Ja, was bleibt mir dann?
Aha, okay. Schwierigkeit, was hatten wir? Nur Bremshilfe. Ja. Ja, Balkon R2er. Jetzt übe ich noch ein wenig mit der R3er, dass ich mit der R2er besser unterwegs sein kann. Reizt mich schon, reizt mich schon. Ich bin zwar Erster. Es reizt mich, es reizt. Auch nicht das Zurückspulen. Die anderen gehen sowieso weg. Ich bin Erster, ich versuche hinter einem herzufahren. Jetzt bin ich mal. Was? Mehrklassig? Warum? Ah, wir sind mehrklassig. Aha! Jetzt habe ich begriffen. Mann, der saust auch einfach los, hä? Die Corvette hat ein Flügelchen. Komm rein, rein! Bin ich? Oh, Erster! Aha! Was? Aha! Ja, gut, jetzt noch, ja. Oh Mann, die sind schon weg. Ja, ich bin trotzdem Erster gewesen, stimmt ja. Der hinter mir. Und der mich überholt, ja, dann ist es nicht mehr Erster. Ja, genau, die Corvette. Komm, komm. Ja, schön. Die darf ich nicht. Jetzt verstehe ich wieder nicht. Da ist die Corvette nicht. Nein, ich habe Platz 1. Aha! Mann, ein paar Mal ein Aha! Und ich weiß nicht, wo bremsen. Und ausgerechnet Laguna Seca. Sachte, schön sachte. Jetzt muss ich nur die Kurve kratzen hier oben. Sonst ist es nicht gut. So, wieder fast zu weit. So, diesmal hat das geklappt. Aber das nicht. Weg vom Fenster, weiter. Ja, ohne die Linie. Aber trotzdem immer noch Erster. Zu früh. Oh, jetzt wie eine Schnecke um die Kurve.
Oh je. Na gut, viel langsamer bin ich nicht. Zweihundertstel. Man muss das Zeug schon treffen. Hier muss ich aufpassen. Ja. Sauber. Ja, das ist vielleicht eine saubere. Es wäre schon besser. Nicht wie eine Schnecke, sondern wie eine Raupe. Ups. Ich will nicht zu viel sagen. Ja, das war knapp, aber das wird eine saubere Runde sein. Schön. Das alles ohne Linie. Jetzt bin ich eine Raupe. Letztes Mal war ich ein Kanickel. Schnell um die Kurve. Oh, mit dem ersten Gang sogar noch. Ja, ist auch genug schnell. Ja, jetzt bin ich ein bisschen langsam. 700stel. Wegen dem letzten Kurve dort. Oh, zu viel zu schnell, viel zu schnell, viel zu schnell. Komm raus, raus, komm, mach, mach, mach. Ich will Erster sein. Ja. Ich hab genug Abstand gehabt. Bin ich froh. Ah. Jetzt will ich nach Hause fahren. Mann, jetzt werde ich nervös. Mann, was ist jetzt auf einmal los? Das ist nicht nur Nervosität. Das ist einfach, ich bin aus dem Konzept gekommen. Den Rhythmus nicht mehr drin. Oh, knapp Erster, du. Dreimal Ausritte. Ein saftiger Ausritt gewesen. Oh, 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 oh. Da bin ich stolz. 14%. Hä? Was? Nein. Aha, wegen dem. Zurück. So.
So, geht nicht mehr lange. Jetzt, wie weit ist das Recording? Ja, noch ein Rennen. Wohin geht's? Wie steht's? Als nächstes geht es zum 185 Kilometer südwestlich von Paris gelegenen legendären Le Mans. Oh, wow, wow. Das ist die lange. Ja, das nehme ich das nächste Mal rein.